Hallo zusammen zu Anne Kastropper, dem VfL-Talk von der WAZ und von Radio Bochum. Und genau daher kommen auch heute unsere Gäste. Hallo Ralf Ritter von der WAZ, Sportreporter. Hallo Annalena, hallo zusammen. Sehr gut. Und Günther Vohl, Sportreporter von Radio Bochum wiederum. Hallo Annalena, bist auch mal hallo wieder gekommen. Ralf. Ja, wir freuen uns. Schön. Hallo Günni, noch vergessen. Genau, und Günther startet wie immer auch jetzt mit seinem Anstoß, den er diesmal aber vor Ort macht. Ich habe ein mitreißendes Fußballspiel gesehen am Samstag. Drei Dinge sind mir aufgefallen. Einmal, der VfL, wenn er wechselt, hat keine sportlichen Einbußen. Die Mannschaft funktioniert. Es kommt sogar nochmal frische Power von der Bank. Zweitens, mir fehlt so ein bisschen die Entschlossenheit von der Bank. Wir hatten 20, 21, jetzt sogar 22 Torschüsse, aber es kommt effektiv zu wenig direkt aufs Tor. Ich wünschte mir ein bisschen Entschlossenheit, mehr Galligkeit. Und drittens ist mir aufgefallen, dass der VfL immer noch dieser Null hinterher hechelt. Das letzte Spiel, was zu Null gewonnen wurde, war 3-0 gegen Leverkusen in der letzten Saison. Kein Testspiel, kein Pokalspiel, kein Bundesligaspiel, stand die Null. Der VfL spielt sehr aggressiv im Pressing, aber dann geht der Schuss oft nach hinten los. Wenn Riemann in der 7., 11. und 22. Minute dreimal ganz allein gelassen wird und klären muss, dann ist das besorgniserregend, erst recht, wenn man zum FC Bayern München muss. Genau. Wie seht ihr das? Darüber reden wir ja auch noch, über das nächste Auswärtsspiel bei den Bayern. Ja, lass uns das doch einfach mal durchgehen in 18:48 Minuten, die wir dann jetzt starten würden. Das ist ja immer unsere Zeit, die wir vorgegeben haben. Du hast das ja so schön strukturiert. Fangen wir an mit erstens an, oder? Chronologisch. Fangen wir an, ja, die Breite. Also wenn der VfL einen Daschner, einen Anwar Adjei einwechseln kann, einen Pasencia, der noch gar nicht in Bestform sein kann, der ist ja seit einer Woche bei Bochum im Training. Das sind personelle Alternativen, die gab es nicht. Man muss natürlich auch sagen, der Kader, der Lizenzspielerkader, ist um 9 Millionen erhöht worden. Und diese Qualität muss man sehen und man sieht sie jetzt schon zumindest in Ansätzen. Das ist schon eine Wucht, die da kommt, wenn ich nach einer Stunde den kompletten Sturm wechseln kann. Und hinten raus war der VfL sogar konditionell die stärkere Mannschaft. Dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Und das muss ich überlegen, ob ich es überhaupt seit 1965 beim VfL schon mal erlebt habe, dass man so eine Qualität auf der Bank hat. Ja, bis 1965 kann ich jetzt nicht zurückblicken. Aber im Vergleich zur Vorsaison stimme ich absolut zu. Da ist richtig Power auf der Bank. Gegen Frankfurt hat das nochmal den Schwung gebracht, ja, wie Günther gesagt hat. Letztlich fehlte der Lucky Punch. Paciencia wurde angesprochen. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn der jetzt noch ein bisschen länger dabei ist und noch fitter wird und trainiert. Das ist eine echte Alternative zu Philipp Hofmann. Wer hat euch denn gefallen in dem Spiel? Der Paciencia oder der Hofmann? Der Paciencia. Im VfL-Trikot das erste Mal. Gut, er hatte direkt zwei Abschlüsse, der Kopfball könnte vielleicht drin sein, könnte noch ein bisschen besser platziert können, ne? Sein. Ja, dann ist das der Lucky Punch und Paciencia, der Ex-Frankfurter, der absolute Held. Klar, ein bisschen fehlt vielleicht noch die Spritzigkeit. Paciencia ist ein anderer Typ als Hofmann. Da das flache Spiel, das schnelle Spiel, das direkte Spiel könnte mehr über ihn gehen als über Philipp Hofmann, der für die hohen Bälle, für das Weiterleiten, für das Ablegen, für das Fighten zuständig ist. Wobei ich nach wie vor auch von Philipp Hofmann überzeugt bin. Ich finde es ungerecht, wie er teilweise auch in den sozialen Medien attackiert wird, weil das ist ein Typ, der für mich wie kaum ein Zweiter im Kader zum VfL Bochum passt. Der ackert, der tut, der ist ein richtig tofter Kerl. Trinkt auch gerne mal ein Bier, das passt hier ins Revier, ja, aber nicht vom Spiel. Nein, der haut sich voll rein und er hat im Moment nicht so dieses Fortun im Abschluss. Und ich könnte mir bei aller Wertschätzung, die auch Trainer Thomas Letsch Philipp Hofmann gegenüber hat, schon vorstellen, dass er da mal punktuell einen Wechsel auch in der Startelf vornimmt. Vielleicht tut das Philipp Hofmann sogar mal ganz gut, bevor er daran verzweifelt, dass er jetzt seit wie vielen Minuten, Günther, hast es genau, 900, kein Tor geschossen hat. Seit Anfang April, auf Mitte April gegen Stuttgart hat er kein Tor gemacht. Das ist schon eine lange Zeit, ne? Ja. Nun, dein zweiter Punkt war? Entschlossenheit im Strafraum. Also was mich immer stört, das habe ich auch dem Trainer, ich nerv ihn da schon ab und zu mal, gestört ist, wir haben mit Asano und natürlich auch mit Anwar Adjei zwei Stürmer, die unheimlich schnell sind, die gefürchtet sind, die stark im Dribbling sind und die gehen manchmal bis an den Strafraum, drehen dann ab, warum nicht mal das Duell 1:1 suchen. Andere Vereine kriegen in der Saison mit schnellen Stürmern 8, 9, 11 Meter.
Wir drehen vor dem Strafraum sehr oft ab und spielen zurück und quer. Und der Trainer hat gesagt, uns fehlt da einfach die Konsequenz, die Galligkeit, da muss ich mal draufhauen. Wir schießen jetzt mittlerweile sehr, sehr oft aufs Tor. Du hast das heute in deinem Kommentar thematisiert. Aber wir schießen meistens links und rechts und drüber daneben. Es muss mehr auf die Bude kommen. Und wir stellen uns ein bisschen umständlich an in der Box. Also ich muss sagen, der VfL belohnt sich nicht, denn das Spiel bis zum Strafraum ist richtig gut. Aber dann muss es auch mal was passieren und da muss man auch mal ins Risiko gehen und versuchen, gefoult zu werden. Man muss keinen Elfmeter provozieren oder schinden. Aber welche Möglichkeit hat ein Abwehrspieler, wenn Asano in vollem Tempo in den Strafraum geht? Mhm. Da bleibt ja keine große Alternative. Und das fehlt mir noch, denn dann wären vielleicht aus diesen drei Unentschieden in Serie vielleicht zwei Siege rausgeschrieben, denn also die waren möglich. Der Lucky Punch fehlt tatsächlich, aber ein bisschen muss ich dir schon widersprechen. Torschussstatistik hast du angesprochen. Es kommen ja die Schüsse aufs Tor, viel mehr als letzte Saison. Der VfL Bochum, ich habe es mir rausgesucht, ist tatsächlich in puncto Torschüsse mit 69 Rang 3 derzeit in der Liga hinter Bayern München und Bayer Leverkusen. Ich VfL Bochum. Und da ist das Stuttgart-Spiel, wo gefühlt ja gar nichts kam von VfL Bochum, schon dabei. Taku Asano, 13 Mal aufs Tor geschossen. Ja, aber da einer kommt der, richtig, aber die Abschluss, Anzahl der Torschüsse in Verbindung mit Qualität. Ne? Ja. Ich habe heute die Kicker-Statistik gesehen. Wir schießen 22 Mal aufs Tor. Wir haben aber nur 7 Torschancen. Na, und das meine ich damit. Wir schießen aufs Tor, aber allzu oft ist das eben der Abschluss. Was ist eine richtige Torschance, was ungefährlich ist nur ein Torschuss? Ja, also, da sind die Grenzen. Ja, nee, das ist ein Unterschied. Ne? Aber zum Beispiel Jimmy, Christopher Andrew Adjei im Spiel gegen Frankfurt jetzt, geht über links durch, schießt aus sehr spitzen Winkel aufs Tor mit links. Kevin Trapp ist da, hat aufgepasst, muss er auch halten, aber wenn er nicht aufpasst, geht er auch rein. Ja, also ich behaupte, letzte Saison hätte Jimmy genau da diesen Rückdreher gemacht, wäre nochmal zurückgezogen, hätte nochmal quergelegt. Jetzt zieht er ab. Also ich sehe da schon Fortschritte. Die Torschüsse in Verbindung, also die Torschüsse, du musst ja auch, das gibt ja eine zweite Statistik, Torschüsse aufs Tor. Und da sieht es dann schon wesentlich anders aus. Und ich bin der Meinung, dass der VfL manchmal am Strafraum einfach nicht ab. Die Musterszene war an Adjei, das kann Tor geben, ja. Aber wenn er vielleicht den Kopf hoch macht, sieht er in der Mitte, dass da jemand frei steht. Das sind so die Sachen, die der Trainer ja anspricht. Das kommt ja auch vom Trainer, diese Kritik, weil der VfL also wirklich mittlerweile auch kombiniert. Der schlägt nicht mehr nur lange Bälle auf Manuel Riemann. Sie spielen jetzt auch mal hinten raus gefälligen Fußball. Aber am Strafraum, da muss es einfach knallen, sagt man im Pott. Was ist das denn in letzter Konsequenz dann da vorne, dieses Rumgewurschel? Ist das auch Aufregung oder also mental irgendwie? Ja, dann ist dann, man will dann zu viel machen, man will dann mannschaftsdienlich sein und diese Mischung zwischen Ricky Torjäger-Manier einfach draufhauen, egal auch wenn mal einer daneben geht, oder auch mal den Kopf hochnehmen und gucken, ist natürlich dann auch ein bisschen in letzter Sache auch Qualität, oder? Das ist natürlich, da waren wir am Anfang schon, dann auch eine Qualitätssache. Ich glaube, nach dem Stuttgart-Spiel war das auch schon Thema. Ja. Ein Girassi haben wir halt nicht, der das Ding dann mit dem ersten Schuss da reinbumst. Ja. Mittlerweile hat er übrigens 8 Tore, Torschützenkönig stand jetzt in der Bundesliga, also kein schlechter Mann, der Girassi. So einen haben wir nicht und ja, ist die Entscheidung Querpass jetzt die richtige, ist der direkte Torschuss die richtige? Ja, da fehlt so ein bisschen das Fingerspitzengefühl und natürlich auch ein bisschen Qualität, muss man ehrlich sagen. Ja, wir haben andere. Zum Beispiel Manuel Riemann hinten, das war ja dein dritter Punkt, ne? Ja, dass Riemann da so viel Manuel Riemann, den A gerettet hat. In dieser Saison, also letzte Saison war der gefühlt alle 2 Tage das einzige Thema beim VfL Bochum, stimmt natürlich nicht so ganz, aber gefühlt. Ne? Patzer hier, Weltklasseleistung da, Aufregung, Stuttgart und so weiter. Diese Saison ist es sehr ruhig geworden um ihn und das ist ein sehr gutes Zeichen, weil er hält bisher wunderbar, hält die Null noch nicht fest, da kann er aber nichts für. Genau. Aber es wird bald so kommen. Vielleicht nicht Samstag in Bayern, aber dann gegen Gladbach. Ja, aber ich sage ja, die Abwehr ist weiterhin das Thema beim VfL. Selbst gegen Kickers Emden in der Vorbereitung im ersten Testspiel kassiert man 2 Gegentore bei einem 9-2-Sieg. Da steht es plötzlich dann auch zur Halbzeit auf einmal 2-2, glaube ich. Das stimmt nicht. Und jetzt spielt der VfL
sehr hohes Pressing, das ist unheimlich attraktiv, das sieht richtig toll aus. Genau. Ja, aber wenn Alternative, Günni, hinten reinstellen? Oder? Nein, aber die Balance stimmt einfach nicht, denn wir haben nicht die schnellsten hinten in der Defensive. Und ich sage, es kann nicht sein, dass in der 7., 11. und 22. Minute die Gäste bei 3 Angriffen 3-mal ganz alleine blank vor Manuel Riemann auftauchen. Eine clevere Mannschaft Bayern München, die macht von den 3, sage ich mal, bescheiden 2. Und da stimmt es dann eben nicht. Und da wird's also bei der Ecke stimmte definitiv die Zuteilung nicht. Da muss die Absicherung besser sein. Das darf nicht passieren. Das wird mit Sicherheit besprochen diese Woche. Aber ich sage es, da kann wirklich, in der Bundesliga ist es normal tödlich, wenn du in den ersten 25 Minuten 3-mal der gegnerische Stürmer ganz alleine vor dem Torhüter steht. Der Riemann hat 3-mal gehalten, aber du kannst in diesen Szenen das Spiel schon verloren haben. Ja, ne? Und das ist das, was mich sorgt. Es gelingt einfach auch nicht diese verdammte Null. Na, wir spielen 3-0 gegen Leverkusen, machen 6-7 Vorbereitungsspiele, immer Gegentore. Und das setzt sich jetzt immer weiter vor. Und wenn man manchmal die Gegentore sieht, die fallen einfach auch zu einfach. Und wir haben ja in der Abwehr auch aufgerüstet. Wir haben zum Beispiel einen Brasilianer, wie ich ihn als Innenverteidiger in Bochum eigentlich so von der Qualität her nicht sehr oft gesehen habe. Und trotzdem passieren diese Dinge. Und gerade vor Bayern München ist, glaube ich, kann man Abwehr groß schreiben. Aber du hast es angedeutet, diese Spielweise, die Bochum jetzt immer mehr verinnerlicht. Der Trainer sagt ja auch, die Mannschaft will so spielen. Die ist unheimlich heiß, das umzusetzen. Und ich finde, sie ist unheimlich attraktiv und nimmt alle mit. Also ich bin ein Freund dieser Spielweise, die dann aber dieses Risiko in Kauf nimmt, dass man 1-gegen-1 dann ein Laufduell verlieren kann, wenn die Abseitsfalle nicht hundertprozentig funktioniert wie vor dem 0-1. Wenn die Positionierung nicht hundertprozentig funktioniert, dann sind die schnellen Stürmer und fast jeder Gegner in der Bundesliga hat schnelle Stürmer. Frankfurt hatte welche, Bayern hat noch ein bisschen mehr. Dann kann das passieren. Ich bin aber trotzdem dafür, auch in Bayern diese Spielweise vom Ansatz her fortzuführen und nicht auf einmal sich hinten reinzustellen und die Bälle irgendwie nach vorne zu pölen, sondern ruhig mutig wieder aggressiv drauf zu gehen. Das macht den VfL im Moment aus. Das bringt Sympathien, auch bundesweit, behaupte ich. Ja, irgendwann, wenn man mal ganz strategisch denkt, die Leute schalten ein, Bochum spielt, ja, da ist was los, da ist Attraktivität, da ist Power drin, da ist Aggressivität in den Zweikämpfen drin und es kann auch mal schief gehen. Jetzt hat Bochum, nehmen wir das 5-0 von Stuttgart mal weg, ein Gegentor gekriegt gegen Borussia Dortmund, finde ich in Ordnung. Ein Gegentor gekriegt gegen Eintracht Frankfurt, finde ich auch in Ordnung. In Augsburg war es 1 zu viel, das war nicht nötig. Aber unterm Strich, die Bilanz finde ich in Ordnung. Gegen Regionalligisten Bielefeld 2. Wie gesagt, gegen Gladbach steht die 0. Okay. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass der VfL mauern soll. Wenn ich nämlich in München hinten reinschalte, kriegst du auch die Aber man nimmt halt mit dieser Spielweise, das wollte ich sagen, dieses Risiko auch ein Stück weit in Kauf. Ja, aber wie viel? Extrem Mann gegen Mann. Sonst musst du ich spinne jetzt mal und überspitze es ein bisschen, so eine Art Libero da hinten noch reinstellen, der dann im Zweifel irgendwann dann irgendwas noch abläuft. Aber Die Frage ist, wie viel Risiko, um den Klassenerhalt zu halten? Denn so wie man Meisterschaften gewinnt, in der Regel nicht der Angriff, sondern die Abwehr. Ja. Und den Klassenerhalt geht auch über die Abwehr. Ja, wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, es ist ja fast ein kleines Weltwunder gewesen, dass wir mit dieser Anzahl an Gegentoren in der Klasse geblieben sind. Und daran arbeiten und daran will der VfL was tun. Und jetzt kommen Auswärtsspiele, wo du dir, ohne dich anstrengen zu müssen, in Anführungsstrichen, die Bude voll kriegen kannst. Ja. Nämlich genauso wie in Stuttgart, Qualität Bayern München, dann Leipzig. Freiburg ist vielleicht dies Jahr nicht ganz so stark. Da sollte man überlegen, ob man nicht vielleicht doch ein bisschen, ich sage nicht, man soll nicht mauern, aber die Balance erstmal ein bisschen Sicherheit. Denn also draufgehen bei Bayern München aufgrund der technischen Möglichkeiten, die Bayern und die auch Leipzig haben, halte ich für sehr ambitioniert. Und obwohl in München kannst du eigentlich spielen, wie du willst, du kriegst wahrscheinlich sowieso die Bude voll, ja, weil es hat ja schon gewisse Tradition. Ich bin der Meinung, es sollte zumindest in der Anfangsphase, wenn ich nochmal auf den Zettel gucke,
In der ersten Viertelstunde sollten, ersten 20 Minuten sollten, egal wie der Gegner heißt, keine Spieler alleine vor Riemann auftauchen. Das klar. Wäre wünschenswert. Ja, ja, das meine ich damit. Sofort. Ich meine nicht, dass der VfL Mauern, um Gottes Willen. Ich finde ja schön, dass wir jetzt anfangen, Fußball zu spielen, Qualität. Aber die Balance, das war mein Einstieg, die fehlende Balance, die fehlt da. Denn bei ganz schnellen Leuten haben wir natürlich auch ein bisschen Geschwindigkeitsdefizite im Defensivbereich. Das muss man doch so sagen. Das hat der VfL auf jeden Fall. Ivan Orlitz ist sicherlich nicht der Schnellste, aber er ist trotzdem eine absolute Bank da hinten. Klar. Auch hier eine Statistik, 59 gewonnene Zweikämpfe bisher, Ivan Orlitz, das ist Nummer 2 in der Liga, getoppt nur von einem Vereinskollegen, Bernardo, mit 60 gewonnenen Zweikämpfen. Also das sind schon Top-Werte, die der VfL da hinten in die Waagschale werfen kann. Aber nochmal, jeder kleinste Fehler, man muss 100 Minuten, wenn man die Nachspielzeit mitnimmt, top konzentriert sein. Und gerade bei Teams wie Bayern wird ein kleinster Fehler dann mit einem Gegentor bestraft. Aber im Prinzip war es letzte Saison ja auch so. In Bayern haben nicht so schlecht gespielt, gab schlimmere Spiele gegen München in der Vergangenheit. Ja, haben ganz ordentlich gespielt und dann unterläuft Janko war es, glaube ich, ein dicker Bock. 41. steht 0-1 und ja, dann wird es natürlich ganz schwer. Aber dann kommt die Lawine ins Rollen, ne? Ja, das Bayern-Spiel ist ja sowieso immer, da fährst du ja auch als VfL-Fan oder auch als VfL-Sportreporter hin und denkst, na komm, machen wir mal schnell jetzt zum Oktoberfest. Was ist denn was dagegen sprechen könnte, dass wir super auf den Sack kriegen, auf Deutsch? Ja. Du? Gut, ja, dass der VfL davon profitiert, dass die Bayern im Europapokal in der Champions League gegen Manchester richtig gefordert werden, ja, dass sie da wirklich mit beschäftigt werden, vielleicht mit einem Spiel, was auch im Nachgang noch in den Köpfen ist. Das glaube ich nicht, dafür sind aber, die mir zu stark gewesen. Ja, aber gut. Und die sind es auch gewohnt, alle 3 Tage zu spielen. Nein, nicht von der körperlichen Belastung, aber es könnte ja irgendwelche Vorfälle passieren, wo es dann im Kopf Klick macht, denn auch Bayern ist keine Maschine. Wir haben es gegen Leverkusen gesehen. Alle haben nach dem 2-1 gesagt, das ging es durch. Das war eine umstrittene Szene, aber über die wird geredet. Also vielleicht kann der VfL ein bisschen davon profitieren, nicht von der körperlichen Belastung, aber von der physischen Belastung, von der Psyche, wenn da in Manchester irgendwas schief läuft oder besonders gut läuft, dass sie vielleicht ein bisschen überheblich sind. Das ist alles Kartensatzlesen, aber darauf kann man hoffen. Ansonsten ist Bayern München, bitte. Na? Harry Kane verdient so viel wie der ganze Lizenzspielerkader vom VfL Bochum. Worüber wollen wir da reden? Ja, und die Duelle Ivan Orlitz gegen Kane oder also machen wir schon ein bisschen Kopfzerbrechen. Aber Fußball ist ja das Schöne. Wir wissen spätestens am Samstagabend, ob alles, was wir hier erzählt haben, stimmt oder ob es doch ein bisschen Blödsinn war. Das sowieso also immer. Klar, Bochum kann immer davon profitieren, wenn die Bayern den Gegner vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Trotzdem ist dann immer noch die individuelle Qualität so hoch, dass vielleicht auch eine gute halbe Stunde reicht in Bayern. Nein, ich finde, der Trend der letzten Wochen, der macht mir mehr Hoffnung, dass die Bochumer da nicht untergehen. Ob es dann zu einem Punkt reicht, sei mal dahingestellt, aufgrund der individuellen Qualität der Bayern, wie gesagt, ist das schwierig. Hm. Aber ich glaube, dass sie da einen mutigen, forsches Spiel hinlegen. Vielleicht ähnlich wie Augsburg, die haben es auch gut gemacht in Bayern, 3-1 verloren. Vielleicht kommt Bochum noch einen Tacken näher ran, ist noch ein bisschen selbstbewusster und aggressiver. Und dann haben auch die Bayern, sind auch verwundbar hinten. Also, ja, und das hat Stöger ja ist auch in super Form. Der ballert mittlerweile auch aufs Tor, hat schon 2 Dinger gemacht. Elfmeter wurde vorhin mal angesprochen. Wir haben ja einen gekriegt. Im Vergleich zur Vorsaison hatten wir, glaube ich, zur Winterpause 11 gegen uns, keinen für den VfL Bochum. Jetzt ist der VfL, ja, hat einen bekommen und noch keinen gegen sich, oder? Ja, aber muss natürlich sagen, dieser Elfmeter war dann nicht die Szene, nicht die ich beschreibe, sondern es war nach einer Ecke im Gerangel. Aber noch mal zu den Bayern. Die Bayern haben ja in der letzten Saison unter Tuchel auch noch zu Hause öfter gepatzt. Und so ganz souverän marschieren die ja auch noch nicht zu Hause durch die Liga. Das kann natürlich schon sein, dass das dir plötzlich eine Möglichkeit eröffnet. Nur vorher damit zu rechnen, das ist ein bisschen gewagt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich rechne mit einem guten
Auftritt der Bochumer. Ich rechne nicht mit einem Punkt. Nicht, dass wir uns damit verstehen. Da bin ich bei dir. Ich finde, wir müssen auch nicht unbedingt darauf hoffen, dass irgendwie gegen Manchester was Schlimmes passiert bei dem, was Schlimmes, irgendwas passiert bei den Bayern, sondern auch aus eigener Kraft kann man durchaus, die können das meine ich, Mentalität beweisen, wenn sie wollen. Ja, das werden bei den Bayern natürlich nur abwarten. Musiala fehlte zuletzt oder wurde jetzt eingewechselt wieder. Können die mir vorstellen, dass der dann wieder in der Startelf steht. Ist natürlich ein Faktor. Ein Mann für eher Masovic, würde ich mal sagen, der ja als mehr Sechser spielt als Verteidiger, der sich den dann vorknüpft. Vielleicht auch Toto Losilla, wir schauen. Ein Coman fehlte zuletzt, könnte auch wieder dabei sein. Riesenspieler mit irre viel Tempo. Sané ist in Topform. Klar, da kann der Bernardo viele Punkte sammeln in gewonnenen Zweikämpfen. Also bei Bayern kann eigentlich ausfallen, wer will. Das ist immer noch eine Riesennummer. Ist immer noch ein Unterschied, klar. Und, ich bin da völlig bei Ralf. A, der VfL wird ein ordentliches Spiel machen und B, eine Überraschung ist immer möglich. Nur rechnen sollte man damit nicht. Da gibt es andere Spiele, wo man rechnen sollte. Das jetzt noch schnell in Zahlen. Dein Tipp? 3-1 für Bayern. Ich dachte, jetzt kommt das Bochum über deine Lippen. Und was sagst du? Ich sag 2-1 für Bayern. Okay. Ich würde mich, Günther, anschließen. Ich tippe jetzt auch das erste Mal. Ich glaube auch in meiner Tipprunde das erste Mal gegen die Bochumer Brille, die blau-weiße Brille. Ja, setzen wir mal ab für dieses Wochenende. Okay, wie es dann in Bayern lief, besprechen wir auch nächste Woche hier an dieser Stelle. Lasst uns gerne bei YouTube noch ein Abo da. Und gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr Lust habt. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ja, schönen Dank. Schönen Dank. Tschüss zusammen. Tschüss.